Moin moin bei einem Lazy Looters Update. Heute geht es um Fortnite. Der Patch 2.2.0 hat diverse Bugfixes und Performance-Verbesserungen mit sich gebracht, aber auch andere, etwas offensichtlichere Verbesserungen. Zum Beispiel gibt es ein neues Scope für die Assault Rifle, dann wurde Friendly Fire deaktiviert, was ich persönlich ziemlich blöde finde, aber sie haben auch gesagt, das ist nur ein Test und sie werden das eventuell nicht behalten. Dann gibt es neue Wassereffekte, wenn man reinspringt und drin rumläuft. Genauso auch, wenn die Kamera unter Wasser geht, kann man nicht mehr unendlich weit sehen, sondern es sieht endlich so aus, als wäre man unter Wasser. Ein kleines, aber super cooles neues Feature ist die Distanzanzeige bei einem Sniper-Kill. Endlich kann man sehen, wie weit man wirklich entfernt war. Und dann ist da natürlich die Map. Weihnachten ist vorbei, das heißt, es gibt keine blinkenden Büsche mehr und wir Buschwookies müssen uns nicht wie Weihnachtsdeko fühlen. Der Bus hängt wieder an einem Ballon und nicht an einem überfetten Weihnachtsmann und die Weihnachtsbäume mit den Kisten sind auch weg. Aber es gibt ja die neue Map und die ist gespickt mit neuen Locations wie Junk Junction, Tilted Towers und den Shifty Shafts, wie wir sie aus dem Trailer schon kennen. Aber es gibt da auch noch mehr, zum Beispiel die Haunted Hills, Snobby Shores und viele kleine Häusergruppen, die dazwischen neu platziert worden sind. Zudem hat die Vegetation auch ein kleines Update bekommen. Es gibt neue Bäume, es gibt andere Bäume und es gibt vielfältigere Pflanzen. Man kann anhand seiner Umgebung jetzt sogar erkennen, in welchem Teil der Map man sich befindet, was wir persönlich ziemlich großartig finden. Und es macht auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß, die Inseln neu zu erforschen. Und das war es im Großen und Ganzen auch schon. Für die ganzen super kleinen Details, guckt einfach in die Patch Notes auf der Epic Page. Vergesst nicht zu abonnieren, den Like-Button zu drücken, wenn euch das Video gefallen hat, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.